Sie haben nun die Bewegungen meines Armes gesehen. Nun möchte ich sie Ihnen aber nochmals ohne Bogen zeigen. Vergessen wir ein bisschen die Finger und die Hand. Konzentrieren wir uns nur auf das. Ich setze also meinen Bogen hier auf und ich strecke meinen Arm aus, so. Natürlich, auf normale Art. Der Ellbogen hebt sich automatisch, man darf daher beim Ausstrecken des Armes nicht diese Bewegung machen und dabei den Ellbogen senken oder dabei diese Bewegung machen. Ohne irgendeine Übertreibung. Das ist eine ganz natürliche Bewegung. Sie legen Ihre Hand hierher und Sie strecken den Arm aus. Nun muss man dasselbe mit dem Bogen machen. Wenn ich meinen Arm strecke, krümme ich hier meine Finger. Aber nicht nur diese vier Finger, sondern alle fünf. Den Daumen auch. Ich krümme meine Finger, wenn ich meinen Arm ausstrecke und zur Spitze komme, so dass sich das Gewicht meiner Schulter immer auf den Bogen überträgt. Als ich Ihnen sagte, die Finger an der Spitze zu krümmen, habe ich mich vielleicht nicht gut ausgedrückt. Man soll die Finger krümmen, aber nicht diese Bewegung machen. Die Bewegung geht von oben nach unten, so. Nicht so, sondern so. Das wäre schlecht, da man das Gewicht der Schulter verliert. Man erhält das Gewicht der Schulter, wenn man die Finger in dieser Richtung krümmt. Das heißt, von oben nach unten. Nun werde ich Ihnen den Bogenwechsel am Frosch erklären. Eine ziemlich schwierige Bewegung, die man zur Übung zuerst in einzelne Bewegungen zerlegen muss. Ich beginne Aufstrich an der Spitze. Ich komme zum Frosch und streiche nun in der Gegenrichtung. Sie haben gesehen, dass es dabei eine besondere Bewegung gibt, die man am Frosch macht. Man muss nun diese Bewegung in zwei Etappen üben. Die vollständige Bewegung wäre diese. Aber man muss die Bewegung teilen, denn das, was Sie hier sehen, ist nicht das, was Sie denken, dass ich mache. Ich nehme die Bewegung nicht vorweg. Ich beende den Weg des Bogens mit dem ganzen Arm. Und wenn ich die Richtung des Bogens wechsle, nehme ich meine Finger mit dem Arm mit. Ich ziehe sie nach. Und ich verlege das Gewicht auf den kleinen Finger, der den Bogen führt. Man denkt gewöhnlich immer an die ersten beiden Finger. Das ist aber nicht notwendig, da sie wegen ihrer Lage automatisch arbeiten. Das zum Beispiel ist nicht gut, den kleinen Finger vom Bogen zu nehmen. Das kann sich aus speziellen Situationen ergeben, aber normalerweise nicht. Er muss auf dem Bogen bleiben.
Man muss weniger an diese beiden Finger denken, da sie in normaler Lage auch normal funktionieren. Der wichtigste Finger für den Cellisten ist jedoch der kleine Finger. Oder genauer, der kleine Finger und der Zeigefinger, da sie den Bogen im Gleichgewicht halten. Ich komme also am Frosch mit dem ganzen Arm an und ich beginne den Abstrich mit meinem Arm über den Fingern. Man übt also in zwei Bewegungen. Die erste, bis man mit dem ganzen Arm am Frosch ankommt. Die zweite, der Arm nimmt die Finger mit. Man spielt nicht mit den Fingern, man zieht mit dem Arm die Finger nach. Die Finger hier, nicht so, sondern so. Man darf die Bewegung nicht vorwegnehmen. So soll es nicht sein. Wenn ich normal spiele, gibt es keine Unterbrechung. Um diese Bewegung beim Üben zu kontrollieren, darf man nicht die Hand beobachten, sondern man muss auf die Spitze des Bogens schauen. Wenn die Bewegung richtig ist, dann verändert sich die Richtung des Bogens nicht. Er bleibt in einer Ebene. Wenn die Bewegung schlecht ist, dann wird sich der Bogen auf und ab bewegen. Ich werde nun vom Bogenwechsel an der Spitze sprechen. Das ist leichter als am Frosch. Ich beginne also wieder am Frosch, ich strecke meinen Arm aus und ich komme mit gekrümmten Fingern an der Spitze an. Wenn ich nun hier ankomme, mache ich folgende Bewegung. Man muss daran denken, dass es beim Auf- und Abstrich zwei sehr ausgeprägte Bewegungen gibt. Man darf während des Streichens die Handstellung nicht verändern. Sie haben daher eine Bewegung in dieser Richtung. Man muss sie weiterführen und nicht dem Bogen nachgreifen. Das wäre also schlecht. Weil Sie so in einer Haltung an der Spitze ankommen würden, die Ihnen keinen Bogenwechsel erlaubt. Ihre Finger sind blockiert.